Am frühen Morgen durchsuchte ich die E-Mails, die ich in der Nacht bekommen hatte. Ein paar Facebook-Updates, ein wenig Spam und eine E-Mail von dem Absender mit dem Namen No More. Die Adresse war Hope Happen Don't. Der Betreff? Angeschlagenes Gold. Ich war fasziniert. Ich öffnete die E-Mail und fand einen Brocken von Text vor, der einfach mit "Ich hörte, du magst gruselige Pokémon-Sachen. Hier ist eins für dich. Genieße es." begann. Und dann begann ich zu lesen. Als jemand, der sich für seine Generation eher weniger mit Computern auskennt, weiß ich sehr wenig darüber, wozu die Technologie fähig ist. Außer E-Mails, IM und gelegentlichen Downloads von etwas, was ich sonst nie erhalten würde, weiß ich ungefähr so viel wie ein 80-Jähriger über die elektronische Welt. Zum Beispiel und um den Willen der Geschichte, die ich gerade erzähle, habe ich überhaupt keine Ahnung, dass jemand in der Lage ist, ein Pokémon-Spiel zu hacken, um seine eigene Untergeschichte der Welt zu erschaffen. Noch weniger wusste ich, dass man eine echte Kopie von diesen Spielen an einem echten Modul machen kann. Wie auch immer, ich lernte dies auf eine der verstörendsten Arten, die es gibt. Als ich noch jünger war, war Pokémon Gold mein allererstes Spiel von der berühmten Marke. Ich fühlte mich dem kleinen Kreaturen und meinem Charakter, den ich nach mir selbst benannte, da er männlich war, sehr nahe und fantasierte oft über die Abenteuer, die wir bestehen würden, wenn keine Story da gewesen wäre. Das ist allerdings nicht wirklich wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist der Fakt, dass ich niemals wirklich meine Kindheitsfantasie losgeworden bin. Ich schätze die Erinnerungen von diesem ersten Spiel viel so sehr, als sie freizulassen. Deswegen habe ich immer noch mein altes Goldspiel, in dem der Kopierglitch total missbraucht wurde. Ich weigere mich allerdings, das Spiel neu zu starten. Ich habe zu viel Angst, dass die alte Magie verloren geht. Ich wollte ein total neues Spiel von dieser Edition spielen, da ich mich erinnerte, dass ich damit am glücklichsten war. Aber alte Module sind außer des Internets heutzutage eher schwer zu finden. Das meiste, was die örtlichen Flohmärkte haben, sind Game Boy Advance-Spiele, kaum welche sind Pokémon. Glücklicherweise unterstützt mich meine Großmutter bei meiner langlebigen Liebe für Pokémon und kauft oft Boxen voller Karten, Spielzeuge, Videokassetten und anderen Gegenständen, die ihr unter die Finger kommen, wenn sie örtliche Auktionen besucht. Zugegeben, nur wenige Dinge, die sie mir gibt, sind in einem guten Zustand. Lange vergessene Gegenstände, die in einem muffigen Keller verstaut worden sind, nachdem ihre Phase in dem Leben ihres Besitzers vorbei ist. Aber als Geschenke von einem lieben Verwandten schätze ich sie, als wären sie aus Gold. Das Wortspiel ist nicht beabsichtigt. Vor kurzem gab sie mir eine Box mit brandneuen Videokassetten, die Episoden aus der ersten Staffel enthielten, sowie hunderte von zerknickten und viel genutzten Karten und ein Spielmodul ohne Aufkleber. Das Modul hatte die bekannte goldene Farbe, nach der ich gesucht hatte. Auch wenn der Aufkleber entfernt worden war und ein großes rotes X mit einem Edding an die Stelle, wo der Sticker sein sollte, aufgemalt war, konnte ich ohne Mühe erkennen, dass es das war. Welches andere Spiel hatte diese Farbe? Ihr könnt euch vorstellen, wie aufgeregt ich war, dass ich endlich eine weitere Kopie gefunden hatte. Ich hasse es, Dinge online zu bestellen. Das war eine große Erleichterung. Ich dankte übermäßig und versprach ihr, dass ich hier spielen würde, sobald ich nach Hause kam, was ich auch tat. Zu Beginn war es schwer, nicht weil das Spiel fehlerhaft war, sondern weil ich mein Game Boy Advance meinen kleinen Bruder vor einigen Jahren verkauft hatte, für ein paar seiner besseren Pokémon-Karten. Sobald einmal etwas ihm gehört, ist es schwierig, es auszuleihen. Ich glaube, das ist normal in einer Geschwisterbeziehung. Nach einer Menge Bestechung konnte ich endlich meinen früheren GBA in die Hände nehmen und steckte schnell das vandalisierte Spiel hinein. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, als ich den Eröffnungsfilm für das Spiel sah. Eine Welle von Nostalgie krachte über mich herein. Es war so gut, es wieder zu sehen. Das Spiel startete sich normal. Das pixelige Bild von Ho-Oh flog durch den Himmel und präsentierte sich selbst vor dem Logo, bevor man in den Auswahlbildschirm gebracht wurde. Die Person, die das Spiel vor mir besessen hatte, hatte noch einen Spielstand, aber es war mir egal, was jemand vor mir getan hatte. Wenn man den Zustand ihrer Sachen überdachte, mussten sie sehr jung gewesen sein. Ich glaubte, ich würde ein Team voller Pikachu mit merkwürdigen Namen finden.
Ich startete ein neues Spiel. Hier realisierte ich, dass etwas mit dem Spiel nicht stimmte. Das normale Intro, das ein Professor vorstellte, der einen in die Welt der Pokémon einführte, spielte nicht ab. Stattdessen lief es eher so ab. Es begann mit einem schwarzen Bildschirm, was mir recht vertraut war, da es so die Gold-, Silber- und Kristallspiele beginnen. Aber anstatt des üblichen "Wie viel Uhr ist es?" Dialog, wurde ich mit folgendem konfrontiert. Pokémon sind nichts anderes als Werkzeuge. Benutze sie und werf sie dann weg. Der schwarze Bildschirm verblasste und enthüllte eine leere Gegend in der Nacht. Sie wirkte bekannt. Ich erinnerte mich vage daran, dass es eine der früheren Routen in dem Spiel ist, aber da ich das Spiel so lange nicht mehr angefasst hatte, konnte ich sie irgendwo einordnen. Inmitten der Stille dieser Szene kam das Breit des Rivalen, Rodan Silver genannt, von der linken Seite her hinein. Er bewegte sich etwas langsamer als üblich, als ob er wegen irgendetwas zögern würde. Nachdem er die Mitte des Bildschirms erreicht hatte, hielt er an und drehte sich um, um in die Richtung zu sehen, aus der er gekommen war. Dann drehte er sich nach vorwärts in die Richtung, in die er gegangen war, und drehte sich noch einmal in die Richtung, aus der er kam. Für einen Moment stand er einfach da und starrte die linke Seite des Bildschirms an, bis eine Dialogbox unter ihm erschien, die nicht viel mehr als sagte. Danach drehte er sich wieder um, allerdings lief er dieses Mal aus dem Bildschirm heraus. Die Szene verblasste und wurde mit einer Szene ersetzt, in der Silver an der Stelle stand, wo man ihn offiziell das erste Mal in dem Spiel sieht, außerhalb von Professor Linds Labor. Es war offensichtlich in einem späteren Teil des Spiels, da der Professor und all seine Assistenten das Labor verließen und getrennte Wege gingen. Die Assistenten gingen in Richtung Stadt und Lind lief etwas den Bildschirm herunter, was bedeutete, dass er zu seinem Zuhause ging und in der Stadt blieb. Der Charakter Gold war nirgendwo zu sehen. Nach dieser kleinen Szene blieb die Kamera auf Silver. Ich dachte für eine Minute, dass das Spiel eingefroren war, aber endlich realisierte ich, dass ich in der Lage war, ihn zu bewegen. Ehrlich gesagt war ich ein wenig aufgeregt. Silver war mein Favorit von den Rivalen und war es immer geblieben. Es war eine interessante Sache, in der Lage zu sein, mit ihm zu spielen. Ich bewegte ihn ein wenig nach unten, um nachzusehen, ob ich in der Lage war, zu erkunden, aber er stoppte mich jedes Mal, wenn ich einen Schritt vor dem Labor wegging. Eine Dialogbox ploppte auf, die sagte, ich kann jetzt nicht gehen, und ließ mich einen Schritt zurückgehen. Ich ging zurück zu der Stelle, an der er zuerst gestanden hatte, und bewegte mich in das Fenster. Es funktionierte wie so wie eine Tür, die es mir erlaubte, Professor Linds Labor zu betreten. Bis auf die regulären Gegenstände, welche Regale, Computer, Mülleimer, Tische und so weiter, war das Labor leer, was zu erwarten war, da all die Angestellten es vor einem Moment verlassen hatten. Auf dem Tisch war ein einzelner Pokéball. Da ich gerade noch keinen hatte, ging ich hierüber und nahm ihn. Eine Dialogbox ploppte auf und sagte, Carni Mani erhalten. Aber es spielte keine Item-Erhalten-Musik. Offensichtlich wurde Shield nicht mehr von dem Spiel geduldet. Nachdem ich A gedrückt hatte, wurde ich vor die Wahl gestellt, das Pokémon zu benennen. Ich würde ja, dass ich es liebte, diese Dinge zu benennen. Als ich zu dem Namenbildschirm gebracht wurde, ploppte eine weitere Dialogbox auf und unterbrach den Prozess. Gib ihm keinen Namen. Du wirst es bloß lieb gewinnen. Liebe es nicht. Benutze es. Es war offensichtlich die Stimme von der Person, die ganz am Anfang gesprochen hatte. Ich fand es merkwürdig. Der Namensbildschirm verblasste und ließ mich in den leeren Labor zurück, welches ich schnell durch die Vordertür verlassen wollte. Aber ich wurde von Silver aufgehalten, der sagte, nicht dort durch. Er wich nochmal zurück und ich verließ das Haus durch das Fenster, durch das ich reingekommen war. Als ob die Dinge nicht merkwürdig genug waren, als ich Neuborgia verließ, um das Abenteuer zu beginnen und das Gras betrat, konnte ich es kaum bewerkstelligen, einen Zufallskampf zu starten. Normalerweise gehe ich auf den Weg, um diese zu vermeiden, aber am Anfang des Spiels war es etwas, was ich gern machte, um meine Pokémon aufzuleveln. Nicht in der Lage zu sein, irgendetwas zu finden, war ein wenig frustrierend. Nach einigen Minuten von vor- und zurücklaufen durch das Gras, traf ich endlich ein Pokémon. Ein Visor, nichts Ungewöhnliches, aber als ich mein Carni Mani aussende,
und die einzige momentan nützliche Attacke, Kratzer, wählte Flo das Pokémon. Ich war ziemlich verwirrt. Wählte Pokémon Flo nie? Nicht zu früh in dem Spiel. Nach ein paar weiteren Versuchen, die alle auf dieselbe Art endeten, ging ich weiter in Rosalia City. Kurz bevor ich die Stadt betrat, erkannte ich die kleine Gegend, durch die Silver am Anfang gelaufen war. Nachdem ich die Stadt betreten hatte, stieß ich auf Gold, der mich fortlos zu einem Kampf aufforderte. Sein Pokémon, ein Feuerriegel, hatte bereits ein etwas höheres Level als meins. Ich war immer noch Level 5, er schon Level 7. Und obwohl ich den Typvorteil hatte, schlug er mich. Bevor ich ohnmächtig wurde, wurde sein Sprite von dem von Feuerriegel ausgetauscht. Er sah enttäuscht aus. Nachdem ich das Rosalia City Pokémon Center verlassen hatte, ich hatte es vorher nicht benutzt, aber es war anscheinend die einzige Möglichkeit, die ich hatte, ging ich zurück zu der Stelle, wo er mich ausgefordert hatte, nur um herauszufinden, dass ich nicht mehr in der Lage war, an diesem Punkt gegen ihn zu kämpfen. Das Spiel wurde zu dieser Zeit ein wenig nervend. Ich hatte kein Geld, kein Pokécon, kein Pokédex und ich war nicht in der Lage, wilde Pokémon zu bekämpfen. Zum Glück gab es, nachdem ich die Route 30 betreten hatte, fortan andere Trainer, die ich bekämpfen und leicht schlagen konnte. Allerdings schien niemand besonders scharf darauf zu sein, nach einem Siegminute zu sprechen. Zu der Zeit, als ich Viola City betrat, war das Level meines Pokémon immer noch zu niedrig, um den Arena-Leiter anzugehen. Aber mit dem Geld, das ich von den vorher bekämpften Trainern gewonnen hatte, konnte ich immer noch ein paar Tränke kaufen, also fühlte ich mich bereit. Die schwächeren Trainer der Arena waren einfach genug. Ich musste bloß zwei meiner vorher gekauften Tränke einsetzen und löffelte sogar einmal auf. Als ich jedoch den Arenaleiter herausforderte, bewies er mir, dass es zu viel war und ich verlor schon wieder. Nachdem er gewonnen hatte, tat er genau dasselbe, was Gold getan hatte. Er sah ebenfalls enttäuscht aus. Als der Kampf endete, wurde ich nicht ohnmächtig. Stattdessen erhielt ich von den Arenaleiter eine Lektion darüber, wie man Pokémon korrekt behandelt. Nachdem er fertig gesprochen hatte, erhielt ich eine Ein-Wort-Option. Stehlen. Ich wählte die einzige Option, die mir gegeben wurde. Ja. Silver wich einen Schritt zurück und rannte dann den Arenaleiter, der nach hinten rutschte. Eine barriere Dialogbox ploppte auf, die mir mitteilte, dass ich den Arena-Orden TM31 und 500 Pokédollar gestohlen hatte. Danach wurde ich ohnmächtig. Auf diese Weise setzte sich der Rest des Spiels fort. Während ich in der Lage war, die schwächeren Trainer auf den Routen und in den Arenen zu besiegen, verlor ich ständig beim Arena-Leiter und war gezwungen, seine Orden zu stehlen. Die Stehlen-Option funktionierte auch mit Leuten, die einem normalerweise Items in den Spiel geben. Auf diese Weise konnte ich Basis-Items, den Detektor, das Fahrrad, die Schickikanne, VMs und viele mehr erhalten. Sie weigerten sich, sie mir andererseits zu geben. Jeden, den ich ansprach, weigerte sich entweder mit mir zu sprechen. Ich wurde bloß mit einem Schweigen begrüßt und er erteilte mir eine Lektion über die richtige Behandlung von Pokémon. Sogar meine Schwester Joy begann das. Zu der Zeit, als ich Dukatia City erreichte, schimpfte es sich immer mehr aus, wenn ich ohnmächtig wurde. Auch die Pokémon fuhren damit fort, mir auszuweichen. Wenn ich mein Team verbessern wollte, musste ich hoffen, dass der Pokéball beim ersten Mal funktionierte. Noch merkwürdiger an den Zufallskämpfen war, dass sogar wenn ich das Pokémon im Kampf einsperrte, mit zum Beispiel Horrorblick das Pokémon umkippte. Buchstäblich. Nach meiner ersten Attacke in Folge von Horrorblick, wenn ich zuerst angreifen konnte, manchmal hatten die Pokémon eine höhere Initiative als ich, und bevor ich in der Lage war, eine weitere Attacke auszuwählen, wurde das Pokémon von selbst besiegt. Die Dialogbox sagte aus, das Pokémon hat sich selbst dazu gezwungen, umzukippen. Und der Kampf endete. Das einzige, was normal auf mich wirkte, waren die Kämpfe mit Team Rocket. Ich gewann immer gegen sie und sie behandelten mich immer wie ein nervtötendes Kind, das ihnen in die Quere kommt. Der Rest des Spiels bis zu einem bestimmten Punkt ist nicht gänzlich wichtig. Bis auf das Gewinnen, Verlieren und Stehlen war alles mehr oder weniger normal. Während meine Pokémon aufgrund der ständigen Verluste nur langsam aufwuchsen, fühlte ich mich ihnen ein wenig verbunden. Ich begann ihnen Haarschnitte und andere kleine Dinge zu verpassen, um unser Band zu stärken. Das letzte Mal, als ich es prüfen ließ, sagte die Person, die diese Zufriedenheit bewertete, einer der wenigen, die normal mit mir sprach, es ist sehr süß. Ich weiß, ihr müsst denken, dass das nicht gerade verstörend ist.
Ich sollte einfach akzeptieren, dass es ein Hack ist, der gemacht wurde, um Silvers Ansichten der Story zu erzählen. Nun, ich tat das, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Nachdem ich es endlich nach Kanto geschafft hatte, hielt der Prozess von Gewinnen, Verlieren und Stehen weiter an. Ich wagte mich nach Fatania City. In der Sekunde, in der ich einen Fuß in die Stadt gesetzt hatte, hörte die Musik auf. Ich dachte ernsthaft, dass es ein kleiner Glitch in der Programmierung war, so dass ich jetzt durch ein tonloses Spiel laufen musste. Aber als ich für einen Moment dort stand, hörte ich ein sehr fernes Geräusch, das wieder schwand. Ich war mir nun sicher, dass die Musik nicht kaputt war, wie als ob sie versuchte zu spielen, aber nicht konnte. Als ich zurück auf die Route ging, von der ich kam, begann die Musik perfekt zu spielen. Es war bloß Fatania City, das still war. Nun war ich neugierig. Also trat ich zurück in die Stadt und begann, sie zu erkunden. Ich konnte keine einzige Person entdecken. Niemand war in der freien Stadt, niemand war in dem Haus, nicht mehr im Pokémon Center oder im Pokémarkt befand sich jemand. Die Stadt war komplett leer, nur die Stille und das gelegentliche sanfte Geräusch, das ich noch nicht identifiziert hatte, waren da. Als ich in Richtung der Arena ging, wurde das Geräusch noch ein wenig lauter. Ich dachte mir, dass das Geräusch von drinnen kam. Also trat ich ein. Auch hier befand sich niemand, aber das war zu erwarten gewesen. Die Arena war zu dieser Zeit im Spiel immer leer. Das Geräusch spielte hier nicht ab, aber es war immer noch totenstill. Ich ging zu der Stelle, an der der Arenaleiter normalerweise stand, und als ich über diese Stelle hinauslief und in die Ziegelwand hineinlief, ich mache das manchmal, ich mag dieses Geräusch, wurde ich zu einem anderen Raum teleportiert. Die Wand hatte ein paar Stufen versteckt. Dieser Ort war ebenfalls still, aber das Geräusch begann wieder zu spielen. Es war dieses Mal viel lauter, nur ein Haufen von chaotischen, hohen Geräuschen, aber sie hörten sich wie Schreie an. Zu dieser Zeit, wie ihr es sich ja vorstellen könnt, pochte mein Herz. Ich halte Schreien oder Sachen, die sich wie Schreien anhören, nicht für etwas sehr Angenehmes. Wegen einer unglücklichen Erfahrung mit einem grafischen, gespenstischen Haus, als ich 3 Jahre alt war. Aber ich schweife ab. Ohne Rücksicht auf mein pochendes Herz und meine zitternden Hände erkundete ich den Raum, der in ein gedämpftes Rot getaucht war, so ziemlich wie alles in Pokémon Rot. Der Raum folgte einem seitlichen Zickzackpfad und die Schreie kamen chaotisch, manche kurz, manche lang, manche erschöpft. Er hörte sich an, als würde jemand gefoltert werden. Als ich dem gezackten Flur weiterfolgte, kam ich ein paar sehr verstörenden Bildern vorbei. Sprites von NPCs ohne ihre Köpfe, als auch Köpfe ohne ihren Körper. Immer wenn ich versuchte, einen der Körper zu untersuchen, sagte Silver bloß, sieh nicht hin, nicht hin. Körper und die Köpfe tauchten häufig auf, als ich voranging. Sie verstopften den Flur und ließen nur einen kleinen Pfad übrig, den ich folgen konnte. Und das Schreien war immer häufiger zu hören. Der Bildschirm begann zu flackern, als ich voranging, als wäre eines meiner Pokémon vergiftet. Aber ich war mir sicher, dass keines von ihnen dies war. Nur für den Fall öffnete ich mein Teammenü, um das zu überprüfen. Keines meiner Pokémon war vergiftet, aber ihre Gesundheit hat es verringert. Mit der Einstellung, dies zu korrigieren, wählte ich einen Supertrank aus, meinen Beutel, und wollte ihn auf meinen Tyrakrog anwenden. Eine Dialogbox ploppte auf, die aussagte, es wird keine Wirkung haben. Nun war ich verstört. Ich wusste, nichts davon sollte passieren. Trotzdem fuhr ich fort und hoffte, dass wenn sie alle besiegt wurden, ich zu einem Pokémon Center gebracht wurde und die Dinge sich normalisieren würden. Es war so dumm von mir, das anzunehmen. Ich lief den mobilen Pfad weiter entlang. Das Bildschirmflackern begleitete mich. Ich bemerkte, dass Silver selbst begann, sich etwas langsamer als üblich zu bewegen. Ich wusste nicht was, aber etwas entzog mein Pokémon die Lebenskraft. Und mir ebenfalls. Endlich stoppte Silver, als die Dialogbox aufploppte und mir mitteilte, dass alle meine Pokémon besiegt waren. Aber sie sagte nicht das, was ich erhofft hatte. Sie sagte, alle tot. War ich schon so weit, dass ich weinen musste, aber ich konnte mich selbst nicht davon abhalten, zum Ende dieser verstörenden Erfahrung zu kommen. Wenn ich es jetzt nicht tun würde, würde ich wann anders in Versuchung geraten. Endlich erreichte ich die Mitte des Raumes, der nur in ein tiefes Rot getaucht war. Ich nahm an, dass dies den Fakt simulierte, dass der Raum mit Blut gefüllt war. Wie auch immer,
Es waren nur ein paar wenige Körper in ihm verstreut. In der Mitte waren ein paar lebendige Figuren. Ein Mann, ein unbekanntes Pokémon, Gold und ein weiteres Pokémon, das sich vor Turnoptu hielt. Golds Turnoptu attackierte das Pokémon des Mannes, aber es wurde schnell niedergeschlagen. Sein Sprite wurde erst rot, dann grau und verschwand dann. Das Pokémon des Mannes hatte es getötet. Silver Sprite trat von selbst einen Schritt vor und der Mann erkannte endlich an, dass er da war. Du hast es geschafft. Du bist gekommen, um den Untergang deines Rivalen zu sehen, nicht wahr? Dies brachte Gold dazu, sich umzudrehen und mich anzusehen. Alles, was er dazu sagte, war Schweigen. Silver fuhr damit fort, sich selbst zu bewegen. Er näherte sich dem Mann an und schubste ihn nach hinten, was Giovanni natürlich aufregte. Du wirst ihm helfen. Du bist genauso schwach geworden wie die anderen. Wenn er dir wertvoll genug ist, ihn zu retten. Vielleicht sollte ich dir zeigen, dass es keinen Sinn hat, sich einzumischen. Mewtwo, kümmere dich um ihn. Mewtwo befolgte den Befehl seines Erschaffers und näherte sich Gold. Ich bin mir immer noch unsicher, was es tatsächlich tat, aber es schlug Gold und verursachte einen Schrei, der viel lauter als die anderen war, als der Sprite von Silvers Rivalen seinen Kopf verlor und erst tiefrot und dann grau wurde. Ich habe es dir schon lange vorher gesagt, Silver. Entweder manipulierst du oder wirst manipuliert. Pokémon sind nichts anderes als Werkzeuge. Menschen sind nichts anderes als Werkzeuge. Nachdem sie ihre Bestimmung erfüllt haben, sind sie nicht länger nützlich. Mewtwo, töte ihn! Das Mewtwo gehorchte diesmal nicht. Giovannis Worte mussten es verärgert haben. Es wandte sich zu ihm um und sprach sogar: Du bist nicht länger von Nutzen für mich. Es schlug Giovanni wie vorher bei Gold und Turnoptu, aber der Schrei, den Giovanni ausstieß, war sehr viel länger als alle anderen, die man gehört hatte. Mewtwo folterte ihn. Endlich schwand der Schrei in endlose Stille und Giovannis Sprite tat dasselbe wie Gold. Also blieben bloß Silver und Mewtwo in diesem Raum zurück, die noch lebten. Als Mewtwo sich umdrehte und sich mir entgegenzustellen, wusste ich, dass das nicht lange anhalten würde. Nicht von Nutzen. Es schlug mich und initiierte einen Kampf, an dem ich kein bisschen teilnehmen konnte. Mein Sprite war an der Stelle des Pokémon und meine Gesundheit war bis unter die Hälfte geschrumpft, aber ich wusste, dass das nicht von Belang war. Ich wählte Flucht, aber ich konnte nicht. Ich wählte Kampf, aber ich konnte nichts benutzen. Ich konnte nur da stehen und zusehen, wie Mewtwo Psychokinese auf das hilflose Bild von Silver wirkte. Selbst auf der niedrigsten Ebene, auf die der Ton gedreht war, war der Schrei, der von Silver kam, verstörend laut. Selbst als der Kampfbildschirm verschwand, dauerte der Schrei an, bis Silvers Sprite erst rot und dann grau wurde, was wohl, wie ich annahm, die Kette des Todes symbolisierte. Silver, zusammen mit Gold und jener derer, die unglücklich genug gewesen waren, an diesen Ort von Vertaner City zu gehen, waren nun tot. Der Bildschirm verblasste in Schwarze, alles bis auf Mewtwo's Sprite, der in der Mitte des Bildschirms zerblieb. Mein paranoider Geist ließ mich sofort denken, dass er irgendwie jetzt gegen mich sich wenden würde, aber unter ihm erschien bloß das Wort Ende. Und der Bildschirm wurde schwarz und brachte mich zurück zur Eröffnungssequenz. Ich bin mir immer noch unsicher, warum dies gemacht wurde, warum niemand es einfach in eine Box steckte, um es zu verkaufen, und warum gerade ich es fand. Aber ich kann sicherstellen, dass ich alle zufällig gefundenen Spiele verabscheue. Entweder ist es neu oder ich riskiere niemals es zu berühren. Das Spiel, das ich gerade beschrieben habe, ist aus meinem Besitz verschwunden, seitdem wir es diesem ersten Durchspiel. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber ich hoffe, es verrottet in irgendeiner Mülltonne.